Hallo ihr Hübschen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Tanja und heute reden wir mal wieder über Bücher. Beziehungsweise, wir packen welche aus, denn das Wanderpaket ist schon wieder da. Das Zuschauerwanderpaket, das jetzt seit über einem Jahr wandert. Und zum Glück noch nicht verloren gegangen ist und alles. Und ich bin total happy. Und ich kam mir ja super lustig vor, als ich das Paket diesmal in so einem Benjamin-Blümchen-Karton weggeschickt habe. Ich kam mir so super lustig vor. Mich wundert, dass der wirklich noch so gut aussieht. Ich habe versucht, diesmal einen etwas kleineren Karton zu nehmen und habe einfach gehofft, alle kriegen ihre Bücher rein, weil dieser ganz riesige Karton durch die Wucht der Bücher, die immer hin und her rutschen, ja jedes Mal aussieht, als ob so ein Trecker drüber gefahren wäre. So, das hier sieht noch echt gut aus und das, obwohl es 7 oder 8 Stationen durchgemacht hat. Und deswegen gucken wir da jetzt auch mal rein. Ich bin super gespannt. Habt ihr euch angemeldet? Das waren beim letzten Mal konntet ihr euch ja wieder anmelden und da haben super wieder viele mitgemacht. Ja, Tanjas Deutsch ist gut. Ich kann euch allen nochmal sagen, wenn ihr diese Videos guckt, ich sag's ja jedes Mal, es dauert ein bisschen, bis ihr drankommt, ne Leute? Und mit ein bisschen meine ich Monate, weil aktuell sind 100 Leute in der Liste und das dauert natürlich. Die Leute beeilen sich schon, also es dauert aber halt immer bis zu einer Woche, bis das Paket bei der nächsten Person ist, ne? Und dann, ja, habt einfach Geduld. Ich hoffe, ihr habt alle eine E-Mail-Adresse oder einen Insta-Account angegeben, unter dem ich euch auch gut erreiche. Und ja, dann wird das Päckchen irgendwann bei euch ankommen. Ich vergesse niemanden. Und schaut vielleicht auch ab und zu mal in den Spam-Ordner. So. Ja, wir haben hier wieder mein Büchlein, wo sich alle eintragen können, die Lust dazu haben. Oh, es ist voll schön verziert worden inzwischen. Da werde ich auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen später. So, und es ist super geil. Ich habe beim letzten Mal das Goodie-Bag entfernt. Einfach, weil ich gemerkt habe, dass das nicht so einen Absatz findet. Und deswegen jetzt extra nochmal einen größeren Karton nehmen, wo dann alles rumgeschleudert wird. Da habe ich halt dann drauf verzichtet und jetzt sind hier schon wieder Goodies drin. Es ist so süß. Oh, hier ist für Tanja. Bitte nicht öffnen. Nur für Tanja. Oh, ich gucke direkt rein. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Oh mein Gott, eine Bombe. Spiel mit mir. Ein erotischer Roman von Kerstin Dirks. Oh, da weiß jemand, was ich mag. Ein seichtes Bumsbuch. Oh, mit voll dem süßen Lesezeichen noch dazu. Aber es steht gar nicht drin, von wem es ist. Vermutlich steht das in diesem Büchlein. Ich gucke da mal kurz rein, ob das da drin steht. Ah, das ist vom lieben Tobi, habe ich rausgefunden. Vielen Dank, Tobi, dass du an mich gedacht hast bei so einem coolen Erotikroman. Es geht um zwei Frauen, denn Emma träumt von einer Karriere beim Film und ist bereit, alles dafür zu tun. Amanda ist eine mächtige Filmproduzentin und nimmt sich was und vor allem, wen sie will. Zwei Frauen in Hollywood, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, und doch verbindet sie etwas, und zwar mehr als nur die Lust auf heiße Rollen und noch heißeren Sex. Das könnte voll mein Ding sein. Echt super lieb, dass du an mich gedacht hast. Richtig cool. Das werde ich auf jeden Fall lesen. Oh, dann sind hier noch ein paar Leseproben und Lesezeichen drin und eine Packung Zimtsterne. So, was haben wir hier noch? Noch mehr Lesezeichen nehme ich an. Oh, wow. Also ein ganzer Umschlag voll mit Lesezeichen. Da gucke ich nachher auch mal, ob da was so für mich dabei ist. Lesezeichen kann man eigentlich nie genug haben. Und irgendwie doch. Eine Schere ist hier drin. Hat die aus Versehen jemand mit reingepackt? Ich werde das Heftchen nachher nochmal genauestens untersuchen. Hier sind die Regeln für das Wanderpaket. Ich werde da nachher nochmal gucken. Falls jemand seine Schere vermisst, bitte melde dich. So, also, und jetzt haben wir hier einen Haufen Bücher. Das sind doch schon wieder mehr als 10, oder? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nee, das sind exakt 10. Sie haben sich diesmal nicht auf wundersame Weise vermehrt. So. Als erstes haben wir hier schon wieder Du neben mir. Hatten wir das nicht letztens? Das war doch das mit diesem Mädel, das irgendwie das Haus nicht verlassen kann. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, das ist eine andere Version diesmal. Das letzte Buch sah doch anders aus. Also vom Zustand her. Ich bin, ja. Aber das ist entweder wieder da oder immer noch. Ich bin mir nicht sicher. Dann haben wir hier
Der Geschmack von Apfelkernen von Katharina Hagener. Ich habe den Titel kenne ich, aber ich weiß nicht, worum es geht und deswegen gucken wir da mal. Das ist wohl ein Generationenroman. Die Autorin erinnert sich an die Sommerferien bei der Großmutter geheimnisvoll die Geschichten der Tanten. Ja, sie, oder ich weiß nicht, ob sie von drei Frauen erzählt oder ob das jetzt irgendwie autobiografisch ist. Also sie erzählt Familiengeschichten, mischt die Schicksale dreier Generationen. Ein Roman über das Erinnern und das Vergessen. Bewegend, herrlich, komisch und klug. Ja, das ist nichts für mich, aber ich denke, das wird auf jeden Fall einen Abnehmer finden. Dann haben wir hier Atlantis, unerwartete Entdeckung von Gregory Mohn. Das sieht eher nach so einem Jugendbuch aus, für sehr, also fast schon Kinder. Kaya lebt in Atlantis und ist fasziniert von den Legenden der Sonnenmenschen jenseits des Meeres. Nachdem sie beobachtet, wie die Regierung die alte Geschichtenerzählerin Elida verschwinden lässt, ist Kaya klar. Es gibt dort oben Leben. Sie muss die Sonnenmenschen treffen. Okay, also klingt irgendwie interessant, wenn man auf sowas steht. Das werde ich auf jeden Fall weiterschicken und ich wette, das kommt nicht zu mir zurück. Also, das findet bestimmt einen Abnehmer. Dann ist hier noch mehr Fantasy von Michelle Schrenk. Unendlich Funken hält du und ich. Du und ich durch alle Zeiten. Habe ich noch nie gesehen. Wirklich nicht. Ich guck mal. Oh, steht gar nicht viel drauf. Die 17-jährige Amy ist dem geheimnisvollen Louis noch nie begegnet. Und doch hat sie ein eigenartiges Déjà-vu, als sie ihn zum ersten Mal trifft. So als würde sie ihn schon ewig kennen. Kann Liebe Jahrhunderte überdauern? Okay. Also auch das ist nichts für mich, aber das findet bestimmt jemanden, der da voll Bock drauf hat. So, ich finde es interessant. Also es haben, die Bücher haben sich ja wirklich bunt durchgemischt. Ne? Also ich habe auch das Gefühl, diesmal ist die Mischung etwas bunter als beim letzten Mal. So, hier haben wir auch noch was, das habe ich noch nie gesehen. Von Christina Dalcher, in dieser Welt ist alles perf nee, in dieser Welt ist Perfektion alles. Q. Okay. In einer Welt, in der Perfektion alles ist, kämpft eine verzweifelte Mutter allein gegen das System und für ihre Tochter. Nehmt mir nicht mein Kind. Hier drin steht noch mehr. Ich guck mal, was da, also worum es da wirklich geht. Oh, das klingt voll heftig. Es geht hier um eine Welt, in der alle Kinder oder alle Menschen einen Q-Wert haben, der bestimmt ja die Intelligenz und das Einkommen und misst, also der weist halt jedem Menschen seinen Platz in der Gesellschaft zu. Und das ist irgendwie auch ganz einfach. Und ja, hier haben wir eine Frau, die ist Lehrerin an einer Eliteschule und testet halt auch diese Q-Werte ihrer Schüler. Und die hat damit eigentlich auch gar kein Problem, bis ihr eigenes Kind bei einem Test durchfällt. Denn diese Kinder, die ja, durchfallen beim Test, werden wohl irgendwie in Busse gebracht, fahren weg und kommen nie wieder. Also, jetzt zweifelt sie das System so ein bisschen an. Klingt total cool. Also, ich weiß, ich werde es nicht behalten, weil das würde bei mir wieder versauern. Aber so prinzipiell, ich glaube, als Film würde ich es mir angucken. Ich lese sowas einfach nicht mehr so gerne. Aber klingt irgendwie cool, oder? So, dann haben wir hier noch Der englische Botaniker von Nicole C. Fossler. Ich weiß nicht, ob das eine Deutsche ist. Aber ich habe von der Autorin schon mal irgendwas gehört. Ich weiß nicht, ob ich von ihr mal was auf dem Sub hatte. Ich habe auch wieder keine Ahnung, worum es geht. Ich kenne das Buch überhaupt nicht. Gucken wir einfach mal. Hier geht es um einen englischen Botaniker, der Tee aus China in die westliche Welt bringen soll. Während zu Hause Frau und Sohn auf ihn warten, begibt er sich auf eine gefährliche Reise. Und er lernt dann ein Schwertmännchen, ein Schwertmädchen, Lian, kennen. Sie ist in Kampfkunst geschult und ebenso mutig wie fragil. Sie lehrt ihn nicht nur Pflanzen und Tee zu kategorisieren, sie öffnet auch den Weg zu seinem Herzen. Oh, da. Das klingt schon, als ob der englische Botaniker, also das Ganze spielt 1843, da vielleicht so ein bisschen von seiner Frau und seinem Kind sich lossagen will.
Man weiß es nicht. Ja, historisch ist ja nicht so mein Ding, aber auch dafür wird sich bestimmt jemand finden, der das voll gerne liest. Ist auch noch in einem guten Zustand, das Buch. Bisschen nachgedunkelt. Also, ja, irgendwie für mich ist diesmal nicht so wirklich was dabei, aber das ist gar nicht schlimm. Hauptsache, ich kann euch zeigen, dass das Paket wieder bei mir angekommen ist. Dann habe ich hier ein Buch, das habe ich, glaube ich, sogar schon mal gesehen, von Rachel Joyce, Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry. Eigentlich wollte er nur zum Briefkasten, dann geht Harold Fry 1000 Kilometer zu Fuß. Von Südengland bis an die schottische Grenze. Eine Reise fürs Leben, eine Geschichte über Tapferkeit und Geheimnisse, Liebe und Loyalität und ein ganz unscheinbares Paar Segelschuhe. Okay, ist auch jetzt nichts für mich, aber klingt irgendwie. Irgendwie klingt das cool. Er läuft einfach los. So, dann haben wir hier, oh, das könnte mich schon eher ansprechen, von Kevin Kwan, Crazy Rich Asians. Ich weiß, dass es davon einen Film gibt, den ich schon ewig auf in meiner Netflix-Liste habe. Wahrscheinlich ist der Film inzwischen nicht mal mehr bei Netflix. Rachel ist überglücklich. Ihr Freund Nick möchte sie endlich seiner Familie in Singapur vorstellen. Doch bald stellt sie fest, diese Leute sind nicht nur reich, sondern crazy rich. Plötzlich sieht sie sich konfrontiert mit schrillen Verwandten, glamourösen Nebenbuhlerinnen und Privatjets mit ayurvedischen Yoga-Studios. Welchen Wert hat Liebe in dieser maßlosen Welt? Oh, Band 1 der Crazy Rich Trilogie. Das heißt, wenn es mir gefällt, dann gibt es davon auch mehr. Es hat auch irgendwie so einen lustigen pinken Buchschnitt. Das werde ich auf jeden Fall behalten. Cool. Dann ist zu mir zurückgekommen Beautiful Creatures. Das ist ja die, also 16 Moons ist der Auftakt einer Reihe. Ja, ich war mir nicht sicher, ob das einen Abnehmer finden wird. Ist wohl nicht so gefragt. Dann halt nicht. Und dann haben wir hier noch von Jörg Menke Peitzmeier Billy the Beast, ein Traum von einem Tiger. Okay, worum geht's denn hier? Ich bin sehr gespannt. Oh mein Gott, es klingt irgendwie voll süß. Und ich bin fast versucht, es zu behalten. Millionenfrage. Wie erobert ein fetter Teenager im Tigerfell das Herz einer Cheerleaderin? Bert ist schwer. Ich muss den Klappentext vorlesen, weil ich finde, der ist richtig gut geschrieben. Bert ist schwer. Sogar sehr schwer. Stolze 101 Kilo bringt er auf die Waage. Alles nervt. Zum Glück gibt es Günther Jauch. Bei seiner Lieblingssendung kann Bert ungestört von zu Hause aus mitraten. Doch eines Tages ändert sich alles. Er wird das Maskottchen einer Eishockeymannschaft und als Billy the Beast im Tigerfell berühmt. Sogar die Pfunde purzeln plötzlich. Am Ende kommt es doch wieder dicker. Bert verliebt sich und die Fragen- und Antwortmöglichkeiten scheinen auf einmal endlos. Der Zusatzjoker muss her. Billy the Beast ist der liebenswerteste Held des Jahres. Das klingt irgendwie cool. Ich glaube, ich muss das behalten. Ich habe das noch nie gesehen. Und irgendwie bei dem Cover hätte ich auch gedacht, das ist irgendwie voll der Mumpitz. Aber das klingt voll cool. Muss ich. Das behalte ich. So, ja, dann behalte ich also Billy the Beast und Crazy Rich Asians. Und ja, dann gucke ich mal, was ich hier austauschen kann in dem Paket. Ich brauche ja dann erstmal zwei Ersatzbücher. So, ich habe jetzt nicht nur beschlossen, die beiden Bücher zu ersetzen, die ich rausgenommen habe, sondern auch du neben mir, weil ich bin mir echt nicht sicher, ob das die Version ist, die ich reingelegt hatte oder ob das nochmal eine neue ist, weil irgendwie sieht das ganz schön angestoßen aus und das geht noch, aber es hat hinten auch irgendwie so dreckige Kleberreste und wirkt halt generell ein bisschen abgeranzt, dadurch, dass es auch ein Mängelexemplar ist. Ich packe es einfach mal raus, weil wenn es jetzt wieder zu mir zurückgekommen ist, dann wollte es anscheinend auch keiner haben. Das muss ja dann nicht nochmal mitfahren. Und Beautiful Creatures packe ich auch raus. Das kommt dann in die Büchertelefonzelle. Das möchte wohl auch niemand haben. Ja, ich ersetze die Bücher durch Sebastian Fitzeks Der erste, letzte Tag. Ich habe das mal irgendwann aus einem Wanderpaket rausgenommen und dachte, ja, könnte ich mir mal durchlesen. Allerdings habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf und deswegen soll es jemand anderen glücklich machen. Dann habe ich hier von Jodie Gorman ein Sommer mit Alejandro. Ja, das ist so eine süße kleine Jugendliebesgeschichte. Wollte ich unbedingt mal einen Sommer lang lesen. Ich habe es 2 Sommer nicht getan. Jetzt darf es weg. Dann habe ich hier A Love Letters to the Dead von Ava Delaria. Delara, Delara. Das war eine Liebesgeschichte, nee, Quatsch, ja doch auch eine Liebesgeschichte, aber eine Jugendgeschichte über ein Mädchen, das Briefe an Verstorbene schreibt,
habe ich zusammen mit Friederike von Book for Empire gelesen. War nicht schlecht, ist aber nichts, was ich nochmal lesen würde. Von daher kann es ja mitfahren, ne? Und dann habe ich hier auch noch Chianti zum Frühstück von Claire Pooley. Habe ich auch gelesen. Habe festgestellt, war jetzt nicht so mein Ding. Aber vielleicht macht es jemand anderen glücklich. Das Thema über eine Alkoholikerin ist auf jeden Fall sehr interessant für viele, denke ich. So, ja. Also, ich werde auf jeden Fall mal in Billy the Beast reinlesen. Ich bin voll angetan von der Story. Und in Crazy Rich Asians auch. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall. Und hoffe, dass mich die Geschichten überzeugen werden. Ich habe doch noch was gefunden, finde ich sehr schön. Und ja, auch ich habe ja auch noch hier den Erotikroman vom Tobi. Ich freue mich so, voll cool, über zwei Frauen. Ich glaube, ich habe noch nie ein Buch über zwei Frauen gelesen. Doch, doch, aber nicht so ein explizit erotisches. Nur normale Love Stories. Bin echt gespannt. Jetzt momentan könnt ihr euch erstmal nicht anmelden, weil, wie gesagt, es sind noch 100 Leute in der Liste. Ich muss erstmal wieder ein paar abarbeiten und irgendwann können da noch mal ein paar Nachrücker kommen. Also bis jetzt habe ich nicht vor, das Paket einzustampfen, weil es findet ja immer noch, ich sag mal, reißenden Absatz. Und von daher, ja, freue ich mich, wenn ihr euch eingetragen habt in die Liste und wenn ihr jetzt Lust habt, da irgendwann mitzumachen, abonniert einfach meinen Kanal und da kommen ja regelmäßig Updates zum Paket und irgendwann werdet ihr dann auch noch mal die Chance haben, euch anzumelden. Ja, das war's dann. Mehr habe ich heute gar nicht zu erzählen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.